Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 200, vielleicht 87, ich weiß nicht, seht ihr dann eingeblendet. Ja, wir waren in Adenau, haben hier noch eine Eisenbahn gebaut. BSD ist falsch, ne? Haben wir noch nie falsch gemacht, richtig gemacht. Und da waren drei Züge drauf, Straßenbahn. Keiner da, alle unterwegs. Da hinten fährt einer. Okay, 74. Wo ist hier noch einer? Dann war da schon die erste von den dreien. Okay, jetzt ist sie gerade nicht gefahren. Jetzt fährt sie. Das war die zweite mit 9 Fahrgästen. Und hier hinten ist die dritte mit 65 Fahrgästen. Geht eigentlich, ne? So, 300, 180, 800. Okay, die erste ist natürlich am vollsten, ist klar. Aber die Abstände der Züge werden, glaube ich, ein bisschen größer, kann das sein. Kommen mir auf jeden Fall so vor. Ist ja auch nicht verkehrt, wenn, ne? So. Die ist jetzt voll tatsächlich am Rathaus. Und das war die zweite, ne, oder? Ja, die ist jetzt eine vorm Rathaus. Und am Rathaus wollen wir mal gucken, ob da voll wird oder nicht voll wird, ne? Das ist das Entscheidende. Naja. Jetzt kurft sie da noch rum. Und jetzt hält sie am Rathaus an. Und? Naja, 34 Fahrgäste. Geht, ne? Sie ist auf jeden Fall nicht ins Minus bis jetzt. Und jetzt kommt hier, die fährt schon weg. Voll. Hier sind noch 67 drin. Und diese hier. Okay, 29 steigen an der Großbäckerei aus, aber das ist ja jetzt nicht entscheidend. Entscheidend ist, ob sie voll wieder einsteigen. Tun sie. Das ist schon mal gut. Dann gehen diese 128 auch locker wieder ins Plus. Nach einer Runde. Zur Walnussgasse kommt es als nächstes. Da fahren 5 aus. Steigen 5 aus. Ja, sind aber auch schon wieder 5 eingestiegen wohl dann. Und Gewinn ist 222. Da ging es ja gleich schon los. Ja, jetzt haben wir hier auch 109. Also die Leute vom Bahnhof kommen ja weg. Das ist das Entscheidende, ne? Ja, da sind ja hier 2374 noch, die zu dieser Straße wollen, die dann da auch noch eine Rolle spielen. Ja, 270. Die ist mit 500 hier gut besucht. Hat den ersten Halt und macht dann schon 689 daraus. Sind denn hier noch Gäste am Stehen? Ja, weiß nicht, ob die jetzt gekommen sind gerade schnell oder ob sie nicht ausgetauscht wurden. Oder sind zwei, die woanders hin wollen, wo wir gar nicht hinfahren, kann auch sein. Lauterstraße, Sonderhausen, ja. Wahrscheinlich fahren die mit dem Bus dann darüber, ne? Da kommt ja der Bus. Und der hat auch 18 Gäste drin. Und der fährt aber minus ein. Vielleicht gehen die drei auf Kosten derer? Gute Frage, ne? Also den Weg jetzt hier nach der Walnussgasse war das jetzt gerade, oder wo ist er hingefahren? Ja, Walnussgasse. Der war jetzt nicht vonnöten, ne? Die Leute steigen natürlich von der Walnussgasse dann ein und fahren nicht so schnell zurück. Mit dem Bus geht's dann schneller, ne? Jetzt sollten wir die Walnussgasse einfach hier rausnehmen. Da unten ist sie. Ich lösche die mal weg da. Weil da hält die Straßenbahn, dann sollte da die Busse nicht langfahren unbedingt. Die machen alle nicht so ganz gute Zahlen, oder? Minus, 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 minus. Hier oben der erste Bus macht plus, der Rest macht minus. Die sind alle auf der gleichen Linie, oder wie sehe ich das? Dann wäre das auch ein bisschen viel, oder? Wenn wir die Walnussgasse doch wieder reinnehmen und hier weniger Busse fahren lassen.
Gehen wir da gerade auf Verfolgen. Und wir können ja mal nicht laden machen, weil der fährt ja sowieso noch zur Sattlerstraße. Die ist auch die nächste. Dann lass da mal die aussteigen und dann schmeißen wir den Bus runter, oder? Dann wird es vielleicht auch besser für die anderen. Kann das sein? Vielleicht sollten wir noch mal überlegen, dann auf dieser Linie auch ein paar rauszunehmen, die vielleicht Großbrecker Rathaus, ja, würde, aber es was machen wir da jetzt? Paulstraße. Stehen 16, ne, das war gar, stehen gar nicht so viele. Wo ist jetzt die Paulstraße da? Da wollte ich hin. Paulstraße fährt definitiv die Dingens lang, sag schon die Straßenbahn lang. Linie ändern, Paulstraße raus. Löschen, Paulstraße und dann können wir auch einen großen Bäckereibahnhof hier rausziehen. Rathaus wäre auch klar, aber Rathaus, weiß ich jetzt auch nicht. Lass mal Rathaus gerade gucken. Ne, da stehen auch keine Leute. Rathaus fliegt dann da auch raus, macht Sinn, ne? Löschen wir. Und ja, löschen wir auch das eine Großbäckerei. Louis Pasteur und Jupiter. Jupiter wird doch auch angehalten, ne? Ja, hier über Eck. Und der andere, Louis Pasteur, der wird nicht angehalten. Und Sattlerstraße wird auch nicht angehalten. Ich würde jetzt einfach das mal so lassen. Einmal die Louis Pasteur Straße. Ne, Jupiter war das, wo auch die Straßenbahn anhalt. Wie sieht's denn da aus? Da sind auch keine Passagiere. Dann fliegt das hier auch raus. Nee, falsch. Jupiterstraße, kein Bus. Und dann noch den Großbäcker da auch raus. Und dann fährt der gerade sowieso null durch die Gegend, also ausmustern. Der ist auch mit null unterwegs. Ausmustern. Ja, die anderen haben noch welche dran hier. Nicht laden. Fährt er gerade? Ah. Fährt gerade woanders hin. Und der hier unten machen wir auch gerade nicht laden. Aber können wir auch gleich hier schon ausmustern machen, weil das ist ja dann auch ausgemustert, sobald da keiner mehr dran ist. Und dann reichen diese anderen zwei Busse auch. Würde ich mal sagen, ne? Post, ja, was wieder so typisch ist, dass wir wieder keinen Postbus auf der anderen Linie dann haben, ne? Oder Postwagen. Das ist jetzt doof. Der Adenauer-Rundtour ist die Straßenbahnlinie. Kann man aber bestimmt kein Fahrzeug da drauf setzen, das da lang fährt, wo die auch lang fahren, ne? Das ist ein bisschen doof, glaube. Ja. Dann lassen wir es mit der Post da sein, ist auch egal. Oder? Auf der anderen Seite müssen wir das auch haben, ne? Aber funktionieren tut es, glaube ich, nicht, ne? Warte mal, das Depot war ja unten hier in... sag schon, Radolfzell, da ist es. Wenn ich jetzt hier einen Postwagen nehme. Achso, warte mal, ne, den wollten wir nicht. Wir wollten lieber den Wagen, der LKW brachte ja mehr, ne? Mit dem da dran, ne? Und dann.
Die Linie, das wird nichts mit Adenau werden, ne? Was ist das? Stadtbus, Adenau, Est, West, Ost. Ja, das ist leider nicht das. Dieses hier, Stadtbahn, Adenau, Bahnhof Süd. Oder Stadtbus, Adenau, Bahnhof Süd. Ach, das ist ein Bus. Da brauchen wir nicht drüber reden. Wir wollen ja Strabag-Adenauer nutzen. Und das geht nicht. Eine Straßenbahnlinie kann nicht von einer LKW oder Buslinie angefahren werden. Es müsste hier dahinter sein, wenn Strabag. Nee. Das ist doof, ne? Machen wir da. Fahrplan. Neue Linie. Jetzt ist dies die neue Linie, oder was? Jetzt wird's komisch, oder? Was haben wir da jetzt gebastelt mit neuer Linie? Gibt es da jetzt neue Linien, die hier? Ja, super, oder? Kannst du löschen? Kannst du erstmal löschen. Jetzt bauen wir eine neue Linie. Jetzt müssen wir da erstmal hin, ne? Jetzt müssen wir erst schnell nach Adenau. So, wir starten. Der neuen Linie hier. Hat gut geklappt, weil da ist kein Postkasten. Ist hier. Ja. Fährt dann dahin. Fährt zurück dahin. Fährt dann dahin. Fährt zurück dahin. Fährt dann dahin. Fährt zurück dahin. Jetzt waren wir hier oben schon, ja. Wo geht die Straße lang? Da. Dann fährt sie dahin. Fährt wieder zurück dahin. Wo ist es? Hier unten. Wo waren wir? Da waren wir. Hält hier auch an, fällt da an, fährt wieder zurück, dahin, geht wieder hoch, fährt dahin. Ja, da sind jetzt ein paar mehr, aber das ist jetzt nicht Bus, sondern das ist ja Post. Testen wir jetzt mal die Post, ob die so läuft. Dahin. Notfalls machen wir einen zweiten LKW drauf, dann passt das wieder. Dahin. Dahin. Dann mach dahin. Dahin. Nächste war dann der, ne? Ja. Dahin. Dahin und dann noch Rathaus und sind wir dann wieder zurück. Passt. So. Das ist jetzt Linie 82. Post. Adenau. Schuss. P war woanders. Post. Läuft das hier noch unter 82? Ne, da unten ist er hingewandert.
Und starten wir erstmal, ne? Wo fährt der jetzt? Ich glaube wieder falsch. Den haben wir jetzt falsch dazu gesetzt. Wo ist denn der jetzt? Wahrscheinlich der da, oder? Nee. Steht zum Glück noch in der Dingens dran, sag schon. Fahrplan ändern müssen wir dann. Das ist der. Ich da doch einen anderen Fahrplan, ne? War das dann doch Linie 43? Nee, das war nicht Linie 43. Voss, Traber, Adenau, so. Schließen. Hoffen, dass er irgendwann da rauskommt, weil da unten ein toller Stau ist. Hat ja gut geklappt, ne? Wo ist denn hier das Problem? Bewegt sich hier noch was? Ja. Oh, gerade schneller. Ah, doch, er ist jetzt gerade einen Zentimeter vorgerückt. Jetzt darf er auch rausfahren. Ja, das ist hier nix, ne? Da müssen wir nochmal nächste Runde dran. Ne? Okay, ich würde aber sagen, soll für diese Runde hier jetzt auch erstmal reichen. Wir gucken uns nächstes Mal den Postwagen an und so. Und ja, diesmal ist es dann halt so, dass wir ein bisschen optimiert haben da in Adenau. Und jetzt müssen wir gucken, dass es nächstes Mal dann auch läuft in Adenau. Ja, schauen wir dann weiter. Machen wir in der nächsten Folge, sag ich mal. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.